Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Eurotruck Simulator 2. In dieser Folge wollen wir mal ein bisschen eine Flitzerrunde machen. Und zwar habe ich den Hinweis bekommen, man kann den Begrenzer ausmachen. Unser LKW fährt ja nur maximal 90 Stundenkilometer. Es würde noch schneller gehen, man müsste nur den Begrenzer rausmachen. Und das machen wir mal. Und ich wurde gefragt, wie man den Regen einstellen kann oder beziehungsweise anmachen kann. Einfach auf Option, dann auf Gameplay. Und dann einfach etwas runter scrollen und dann kommt Regenwahrscheinlichkeit und dann habt ihr hier so einen Regler, je nachdem, wenn ihr da rüber schiebt, umso öfters regnet es und wenn der drüben auf links ist, ist natürlich der Regen ausgeschaltet und es wird kein Regen kommen. So, wir lassen die Einstellung so, ist eigentlich perfekt für uns. Wir suchen noch den Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert. Zack, Häkchen raus. Damit ist die Begrenzung raus aus unserem LKW. Das ist immer sehr gut. Und dann suchen wir uns doch gleich mal eine Tour. Frachtmarkt. Natürlich wieder mit unserem kompletten Anhänger. So war das doch. Blumenkohl. Nach Italien. Verona. Eieiei. 1291 Kilometer. Italien, Frankreich, Australien. Australien sage ich schön. Österreich, Austria natürlich. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Frankreich, Tschechien. Hier. Von Kiel, Deutschland nach Stuttgart. Immer noch 20.671. 20 Tonnen Mehl. Ja, das klingt doch nach was. Dann tun wir das mal auf unserem Navi markieren. Mal gucken. Dürfte ja auch nicht weit sein. So. Wampling Alarm können wir rausmachen. Genau, hier sind wir ja letztens stehen geblieben. Rein. So. Wie weit ist es denn? So wie es aussieht, ist das sogar dieser Verladehof. Okay, kann das sein? Los. So, was haben wir denn überhaupt? Nächste Pause in 6 Stunden. Licht ist an. Let's go. Dann müssen wir eigentlich bloß zum Tor fahren. Kann das sein? Weil ich sehe hier keine Markierung, wo wir hinfahren müssen. Dann müsste das sogar dieselbe Verladestation hier sein. Das heißt, dort vorne müssen wir einfach mal anhalten. Dann heißt, wir müssten hier quasi ja auch verladen, ne? Aufgabeangebot, zeig mal her. Frachtmarkt. Mehl. Da haben wir es. Perfekt. Überspringen wir jetzt einfach. Losfahren. Das ist zu kompliziert in der Enge, oder? Okay, lass uns eine neue Route finden. Let's go. Also, was haben wir denn auf dem Tacho? 11 Stunden insgesamt. Oder 11,5 Stunden. Oh, unser Mitarbeiter ist im Level gestiegen. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben 11 Stunden 34 Minuten vor uns. 786 Kilometer insgesamt. Nächste Pause wären 5 Stunden 53 Minuten. Insgesamt, bis wir es abliefern müssen, hätten wir noch eine Zeit von 26,5 Stunden. Das ist perfekt. So, das heißt, wir müssen jetzt hier einmal, da hinten in der Ecke haben wir gestanden, ne? Hier müssen wir jetzt einmal raus. Vorsicht, Anhänger, Anhänger. Das hätten wir niemals geschafft. Die ganze Zeit alles im Rückwärtsgang hier bis hier. Sehr schwer. Gut, dass wir es übersprungen haben. So. Würde ich sagen, legen wir schon mal los. 5,5 Stunden können wir schon mal loslegen. Aber bloß noch eine Restzeit von 6 Stunden dann. So. Wir bleiben diesmal in Deutschland. Und ich bin gespannt. Die Begrenzung haben wir, wie gesagt, rausgemacht. Wir wollen mal eine Flitzerrunde machen. Mal gucken, was der LKW kann jetzt. Ist natürlich nicht der beste. Ist einer der günstigsten gewesen. Der Anfangs-LKWs. Aber sag mal, auch der würde über locker über 100 km/h schaffen. Links halten und dann links abbiegen. Okay, dann halten wir uns links. Machen jetzt doch quasi fahrsportdicht, aber immer nur das Beste für uns, ne? So, komm, wird grün. Ich will unseren LKW testen. Extra Tausende von Euros in den LKW gesteckt, damit die Begrenzung rausgeht. Biege nach links ab. So. Dann biegen wir jetzt nach links ab, wenn das Helga sagt. Biegen wir nach links ab. So. Demnächst rechts abbiegen.
Biege nach rechts ab. Mach mal, Schätzchen, mach mal. Das ist frei, das ist auch frei. Spiel wird gespeichert, wie immer. Perfekt. Demnächst links abbiegen. Hätten wir auch gerade ausfahren können. Biege nach links ab. Naja, egal. So, auf den Kollegen wieder vor uns. Moos, Mutschikus. Der liefert Mutschikus. So, jetzt haben wir grün. Drei LKWs haben wir vor uns. Naja, wenn es sein muss. Wir können erstmal die zweite Spur nutzen. So wie der Kollege gerade mit dem Mutschikus, der gerade versucht uns zu überholen. So. Wir verlassen Kiel. Tank zur Hälfte sollte locker reichen. Müdigkeit zur Hälfte. Wie gesagt, müssen eine Ruhepause müssen wir eh machen, sonst reicht es gar nicht von der Zeit her. Und 6-7 Stunden über die Ruhepause hinwegfahren. Aber das teuer B könnte sein, dass wir das gar nicht erst überleben. So, genau. Kollege, machen wir ein bisschen Platz. 80 sind nämlich hier erlaubt. Und jetzt testen wir mal auf dieser deutschen Autobahn, wie schnell unser LKW überhaupt fahren kann. Dieser von der Motorisierung gibt es viel bessere natürlich, das weiß ich. Aber ich denke mal, dass dieser LKW auch über 90 km/h fahren kann. Daher testen wir das heute einfach mal. Eine kleine Flitzerrunde quasi. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt schon drüber. Wird natürlich bestimmt auch teuer werden für uns. Aber im Großen und Ganzen werden wir trotzdem, denke ich mal, an dieser Tour auch Plus machen. Aber auch das müssen wir auch mal testen. Ist ja sonst wirklich im Arsch langweilig, wenn du von Punkt A nach B nach Vorschrift fährst. Deswegen bringen wir hier ein bisschen Action mit rein. Das wird wirklich, wie gesagt, zu langweilig. Guck mal, wir sind schon bei 97. Fire in the hole. Hier brennt es. Der konnte sich wenigstens noch abkoppeln. Keine Feuerwehr. Na, das läuft, das läuft. So, wir verlieren natürlich langsam an Geschwindigkeit. Wir waren bei 97 bis jetzt. Das heißt 7 km/h schneller. Dank der Sperre, die wir rausgenommen haben. Jetzt geht es bergab. 102, 103, 104, 105. Das kannst du niemals bremsen, wenn da einer kommt. Eieieieieieieiei. So. Ist frei. 108 sind wir jetzt. Ich bin gespannt, wenn wir geblitzt werden, wie teuer das wird. Polizeieinsatz. Polizeieinsatz. Müssen natürlich wieder abbremsen. Die Feuerwehr. Sieh, die kommt gar nicht hinterher. Ne? Da hinten brennt es schon wieder. Hier steht die Feuerwehr. Na gut, die müssen aufräumen. Oh, das PKW ist ausgebrannt. Natürlich auch nicht lustig. Aber hier ist doch schon alles gelöscht. Da müsst ihr drüber. Da ist noch ein Anhänger, der voll brennt. So, jetzt heißt es natürlich erstmal wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Mittlere Spur ist jetzt erstmal unsere, würde ich sagen. Immerhin haben wir ja wie viel? 12 Tonnen oder so haben wir trotzdem drin? 20 Tonnen sogar. Uiuiuiui, 8 Tonnen unterschlagen. Na, sowas. So, der überholt erstmal rechts. Das ist vollkommen in Ordnung. Machen wir nicht anders oder direkt über den Standstreifen. Typische Volvo-Fahrer. Zumindest sieht das Auto wie ein Volvo aus. Schert aber nicht aus, ne? So, das ist jetzt schon das dritte Ereignis durch die Baustelle hier durch. Dann hat man den PKW-Brand und den LKW-Anhängerbrand. Hm, viel zu tun. So, jetzt haben wir über die Sperre drüber mit 91, 92, 93. Es läuft. Ich hoffe, man versteht mich immer. Gut, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Die letzten Tage hatte ich mich ein bisschen dahin gerafft. Aber ich denke mal, es wird... Bitte links halten. ...keine Probleme sein. Mich da zu verstehen, ne? So, links halten. Ich bin in der mittleren Spur. Ich denke mal, das wird reichen. Ja. Also durch den mittleren Tunnel quasi. Beziehungsweise gibt ja zwei Tunnel pro Fahrtrichtung. Also auf den linkeren. So, wir gehen rüber. 117. 19. Ja, läuft doch. Und dümpeln wir eigentlich immer mit 80, 90 Sachen rum. Maximal 90. Wenn wir schon verstoßen, dann richtig, würde ich sagen. Bergauf verliert er natürlich immer an Geschwindigkeit.
erinnern uns mal dran, dass wir rechts fahren müssen. So, 9 Stunden 46 Minuten Fahrzeit insgesamt. Wir müssen Pause machen in 4 Stunden 23. Das sollten wir hinkriegen. Wir könnten jetzt auch schon eine Pause machen, weil du hast immer so 10 Stunden Zeit dann wieder zu fahren. Wir waren also locker drinne bei 9 Stunden 40 Minuten. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir trotzdem erst. Wir fahren die komplette Fahrzeit, die wir dürfen, aus. Beziehungsweise kurz davor werden wir dann die Rast einlegen. So, 113. Das ist gerade das maximalste der Gefühle. 114, knapp vor 114. Was der LKW zulässt. 114 haben wir geschafft. Ich glaube, es geht auch leicht bergauf, ne? 115. Dass der LKW natürlich schneller ist, wenn es bergab geht, ist klar. Aber selbst 115 Stundenkilometer ist doch nicht schlecht. Viele hier sagen würden, ne? Hol dir mal einen neueren, der ist viel schneller. 117. Ich glaube, so viel schneller werden die da auch nicht sein, oder? Vielleicht, was würden die fahren? 120, 130? Wie so ein PKW? Ich glaube, schneller auch nicht, oder? Da sind wir halt geringfügig etwas langsamer. Kommt natürlich auch immer auf die Tonnen an, die du mit dir ziehst, ne? Wir haben jetzt 20 Tonnen hinten drin. Ist natürlich leichter, als wenn wir jetzt einen 40 Tonnen Anhänger halten. So, bergauf geht es natürlich wieder rapide runter. Wir waren bei 115, 116, sind es bei 107, 106. So, den Berg haben wir aber gleich geschafft, können wir gleich weiter durchziehen. Und bis jetzt zum Glück noch kein Blitzfoto. Wird aber noch kommen. Wir kennen ja Deutschland. Die brauchen das Geld. Da unterstützen wir die natürlich. Warum spenden an irgendeine Organisation? Wir spenden unser Geld an die Stadt, die das Geld dann für andere hirnrissige Sachen ausgeben können. Bitte links halten. Wie zum Beispiel ein gewisses Gebäude mit den drei Buchstaben B, E und R. Und das Ding immer noch nicht fertig ist. Das nochmal so zur Anmerkung. So. 110 sind wir jetzt. Jetzt kommt hier Achtung Radar. Ja, wenn die Warnung kommt, können wir ja mal ein bisschen abbremsen. Muss ich ja nicht übertreiben, ne? So. Dann beschleunigen wir wieder. Aus zwei Spuren wird wieder drei Spuren. Radar-Dings ist fertig. Der Anlieger wackelt ganz schön. Da hinten, wenn ich nur leicht mal nach links tipse, wackelt der ganz schön. So, hier hat man einen Rasthof. Den ignorieren wir aber, würde ich sagen. Jetzt waren wir zu schnell. 1020 sind weg. Guckt mal, wer da hinten kommt. Angeschossen kommt die Polizei. 1020. Naja, umso schneller du bist halt, ne? Umso teurer wird es wahrscheinlich. Ist ja auch logisch. Ist bei uns nicht anders. So, 104. Doppelblitzer hier. Einmal wieder 1020 weg. Das gehört halt zur Flitzerrunde dazu, ne? Obwohl, ne, brauchen wir nicht. Wir bleiben hier auf der mittleren Spur. So, zwei Blitze hatten wir schon. Sag ja, irgendwann wird's kommen. Da ist der dritte. Auf diesem kurzen Stück, ne? Und guck mal, dahinter, die Polizei, die freut sich mit ihrem Blaulicht. Kommt zwar nicht hinterher, aber nur gut. So, jetzt haben wir schon mal drei. Mal gucken, wie viele wir überhaupt kriegen. Oh, okay, jetzt Baustelle. Die Spur ist noch frei, das ist gut. Hängen bleiben, ist alles gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Blitzer wir noch kriegen werden? Oder wie viele insgesamt wir kriegen werden? Drei haben wir schon. Ziel ist Stuttgart. Bitte links halten. Ich bleibe einmal auf der mittleren Spur, Helga, ne? Dann sollte das doch passen. Außer es taucht jetzt ein Hindernis von mir auf. Dann natürlich ganz links. 122 Spitze fahren wir gerade. Heuler die Waldfee. Mit dem LKW, der 20 Tonnen zieht, ist das ein tödliches Geschoss. Also bitte zu Hause nicht nachmachen, ne? Das dient hier einfach nur zur Unterhaltung. Niemals im Leben, vor allem mit einem, ja, in dem Sinne jetzt 20 Tonner, auf der Autobahn über 120 zu brettern. So.
7 Stunden, 18 Minuten Fahrzeit haben wir noch. Wann müssen wir Pause machen? In 3 Stunden. Okay. So, aus 3 Spuren wird jetzt wieder 2 Spuren. Da vorne fährt wieder der Holländer mit dem Anhänger, ne? Holländer mit deutschen Kennzeichen. Tarnung. Oh. Jetzt muss ich selber mal nur vom Gas runtergehen. Beschleunigen 128 Spitze. Ja, Halleluja. Wir mal abbremsen, sonst scheppert's. Sonst scheppert's hier. Sonst scheppert's hier. Halalalalala. Irgendwo war die Polizei, warum auch immer. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich musste mich gerade hier konzentrieren. So, jetzt wird wieder 2 Spuren, 3 Spuren. Ist natürlich einfacher dann zu fahren. 2,5 Stunden. Nein, wir fahren weiter. Davon ist wieder die Polizei. Nächste Geschwindigkeitsüberschreitung. Sind wir bei 4 Stunden. 4 Stunden. Bei 4 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und hier kommt da bestimmt gleich noch eine, oder? Hier ist es schon blöd am Rasthof blitzt. Gas geben. 6,5 Stunden noch. Quatsch, das wollte ich nicht. So. 2 Stunden 19 Minuten. Also der nächste Rasthof bzw. Parkplatz ist dann unsere. So, jetzt verlieren wir hier natürlich dadurch, dass es hier bergauf geht, enorm an Geschwindigkeit. Das ist natürlich jetzt gerade etwas nervig. Wieder bergauf. Mann, 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 Mann. Man merkt halt 20 Tonnen dran, ne? So. Den Berg hat man geschafft. Abmarsch nach unten. Geschwindigkeit aufnehmen. Kassel Ost Abfahrt. So, der nächste, wie gesagt, den nächsten. Uiuiui, gucken, gucken, gucken. Der nächste Parkplatz, Rasthof, ist unsere. 2 Stunden haben wir noch Zeit. Wegen der Ruhepause. So. Hier wird da einer angehalten, ein LKW. Wäre auch geil, wenn da sowas kommen wird, dass die Polizei in Wirklichkeit hier in dem Spiel anhält. Eine Kontrolle quasi durchführt. Oder es halt so Stau gibt. Es soll irgendwie, glaube ich, jetzt, man könnte jetzt den Verkehrs... aufkommen oder so irgendwie einstellen. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Wäre halt cool, wenn so Staus gäbe oder so. Die Polizei hat es aber auf die LKW-Fahrer abgesehen. CCB, okay, alles klar. Live-Übertragung über rasenden LKW. Wieder bergauf, da merkst du sofort, wie er zu kämpfen hat. Also 128 war, glaube ich, Spitze, ne? Alter, die Waldfee. Hat sich gelohnt, die Sperre rauszumachen. Wie gesagt, bergauf bist du eh tierisch immer gedrosselt. Daher läuft das. 4 Blitzer haben wir mitgenommen. Sind wir schon mal 4000 weg. Ist halt so, ne? Auf letzte Runde. Werden wir natürlich jetzt nicht jedes Mal machen, das ist auch richtig. Aber jetzt einfach mal eine Runde so. Muss auch mal sein. Dient, wie gesagt, zur Unterhaltung, nicht zur Nachahmung. So. Was haben wir denn jetzt hier oben stehen? Frankfurt, Köln, Stuttgart. Perfekt. 5 Stunden 14 Minuten. Wir müssten mal gucken jetzt hier. Wir müssten. Na gut, wir haben noch 1 Stunde 22 Minuten. Ich denke mal, bis dahin werden wir noch Parkplatz bzw. einen Rasthof finden. Bzw. Autohof heißt es ja. So, den Schwung nehmen wir mit 116.
Jetzt sind wir schon wieder bloß bei 113. So, Spiel wird wieder gespeichert. Speichert ganz schön oft. Diese automatische Speicherfunktion müsste doch auch auszuschalten gehen, glaube ich, oder? Bitte links halten. Links halten, das heißt auf der mittleren Spur machen wir. Stuttgart ist durchgestrichen, sehr gut. Warum auch immer. Wir müssen Umweg fahren. Das läuft ja hier mal wieder. Warum dürfen die da langfahren und ich nicht? Ich muss nach Stuttgart. Stuttgart. LKW-Lok GmbH. Warum muss ich hier langfahren? Das ist doch beschiss. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Dann brauchen wir einen Rasthof. Und dann können wir die restlichen 5 Stunden durchfahren. Na, guck mal an, was da kommt. Rasthof. 1,5 Kilometer. Perfekt. Da sind wir richtig in der Zeit. Richtig gut in der Zeit, besser gesagt. Wir haben Samstag ingame, 5.10 Uhr am Morgen. Das heißt, der Verkehr wird richtig viel werden jetzt wieder. So, wir hätten eigentlich ganz woanders lang fahren müssen, aber das Spiel lässt es nicht zu. Weil die Strecke gar nicht dafür ausgebaut ist. So. Zack, 112. Es geht schön bergab, das läuft. 500 Metern, der Rasthof. Den nehmen wir mit. 49 Minuten, das heißt, wir sind perfekt in der Zeit. So. Da oben ist schon wieder Blaulicht, ey. Was ich schon wieder sehe. Neue Route finden. Du brauchst keine neue Route finden. Ich mache einfach bloß gerade Rast hier. Das ist ein Krankenwagen. Oh, da ist ein PKW in den LKW reingebrettert. Krankenwagen und Polizei bereits vor Ort. So, jetzt müssen wir hier gucken, wie wir hier. Und hier kann ich ja eigentlich reinfahren. So, das ist ja für LKWs hier gedacht. So. So, Motor aus, wir machen eine Rast. So, Kredit in Höhe von 8.676 haben wir abbezahlt. Das läuft. Und wir haben noch eine Restzeit von. Mir gerade nicht angezeigt. Ich möchte den Motor nicht abstellen. 4 Stunden 19 Minuten. Alter, das ziehen wir jetzt hier vollkommen durch, ey. Immer geradeaus. Immer geradeaus Richtung Frankfurt. Ach, hier ist wieder Frankfurt ausgeschildert. Aber wir müssen ja nicht nach Frankfurt, wir müssen nach Stuttgart. Also fahren wir über Frankfurt nach Stuttgart. Naja, da. So, haben den angebrettert. Ja, der muss durchziehen. Na, der, nicht, dass die mal ausweichen oder so. Wäre ich jetzt nicht nach rechts gezogen, hätte es gescheppert. Ach, diese KI, ich liebe sie nicht. So, wieder 128 hat man bis jetzt Spitze. Natürlich nicht Dauergeschwindigkeit, aber Stuttgart ganz oben, okay. 4 Stunden 8 Minuten. So, laut Navi sind wir hier auch schon mal lang gefahren. Wir sind hier dann abgebogen. Warum denn das? Noch wieder drauf gefahren. Okay. Na, das kann sein. Richtung Köln. Dortmund, ja. Da sind wir schon mal lang gefahren. Das stimmt. So. Was haben wir denn noch so? 84 Stundenkilometer, 85. Wächst langsam. Blitzer haben wir mitgenommen. Einige Ereignisse hatten wir gehabt schon. So, mal gucken. Ich denke mal, einer wird auf jeden Fall noch dazu kommen, mein Blitzer. Wir kennen doch Deutschland. Mittlere Spur, da müssen wir vorher ausweichen oder so. 115, 16, 17, 18, 20, 25, das wird neuer Rekord. 30, 32, 33, 34, 35, 140, 141 Stundenkilometer mit dem LKW. Gut, es geht bergab, ich gebe es zu, aber. Oder die Waldfee.
142, 43. Wir sind noch nicht fertig. Spurwechsel. 148, 49. Erreichen wir wieder 150? Nee, geht leider bergauf, damit geht es wieder runter. Knapp an der 150 Marke. 149, uiuiui, da kommt aber ganz halten. Schön nah. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. 149 Stundenkilometer haben wir erreicht. Immer geradeaus. Ich denke, war hier gerade nicht ein Blitzer. Das wäre teuer geworden. So, jetzt fahren wir gerade mal 136, was auch Bombe ist. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Aber wieder ein bisschen schneller, sollten wir die 140 erreichen. Knapp. Auch 139 bloß. Geschwindigkeits... Oh, das ist ja aber... Oh, 520 nur? Keine 1000? Da kommt gleich noch einer. So, 5 Blitzer haben wir schon. 140 oder 42. Ich glaube, jetzt kriegen wir nur noch Rabatte. Dafür, dass wir zu schnell sind und so oft. Also 149 war Spitze. Natürlich mit bergab und so, das ist klar. Aber selbst hier halten wir bei gerader Strecke gerade... Gut 140 Stundenkilometer. Sogar etwas drüber. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay, dann bleiben wir erstmal in der Mitte. Bis wir an den Transporter ran sind. Ja, ach, der macht freiwillig Spurwechsel gerade, okay. Dann immer geradeaus mit 135 rechts am Transporter vorbei. Warum auch immer der links fährt, obwohl vor ihm frei ist. Gibt's eigentlich nicht in Deutschland. Da ist Rechtsfahrgebot. Der wollte bestimmt zumachen. Der wollte, dass ich nicht überhole. Also nicht wusste, ich überhole auch rechts. Oder über den Standstreifen. So, wir müssen natürlich die 130 Stundenkilometer ausnutzen. So. Hätte natürlich dieses Verwarngeld und so, hätte man natürlich vorher deaktivieren können. Aber das ist ein bisschen unfair. Wir rasen ja hier durch die Gegend. Strafe muss natürlich auch sein. Daher bezahlen wir das auch. So, sollte man das jetzt dauerhaft machen, dann sollte man darüber überlegen, aber dann geht halt die Realität, also die Simulation der Realität dann verloren. Und dann fährst du ja nur noch wie eine besenkte Sau. Und das soll auch jetzt nicht Sinn und Zweck sein. Soll halt so ein Katz-und-Maus-Spiel sein, werde ich geblitzt oder werde ich nicht geblitzt, wenn nicht, dann habe ich ja Glück gehabt. Und wenn doch, dann tja, muss ich halt die Strafe bezahlen, ne? Solange wir genug Geld für den Ratenkredit haben, ist alles gut. Davon haben wir noch mehr als genug. Und da haben wir noch einen Kollegen, der ja auch weiter steigt im Level und dann dementsprechend natürlich auch mehr Geld dann in unsere Firmenkasse spült. Geschwindigkeitsüberschreitung, die fünfte mit 520 Euro belangt. Frage mich, warum es hier günstiger ist. Aber ich glaube, das liegt ja am Bundesland, ne? Kann das sein? So. Eine Stunde 15 Minuten, dann sind wir da. So, wenn wir jetzt die ganze Zeit mit 80 durch die Gegend gedonnert werden, wären wir noch längst nicht so weit. Also wir haben ja hier teilweise über 50 Stundenkilometer mehr auf der Nadel, auf dem Tacho stehen. Also mit 80 Stundenkilometer wären wir noch längst nicht so weit. So. Schön mit 125 an der Polizei vorbei. Gibt bestimmt gleich ein Knöchen. War klar. 1020, alles klar. Naja, da. Macht's gut, Jungs. So, sechste Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Läuft bei uns. Es läuft einfach bei uns. Also man sollte vermeiden, am Streifenwagen links mit überhöhter Geschwindigkeit dran vorbei zu brettern. Immer geradeaus. Das wird teuer. So. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Bis noch dann bald mal runter. Wir haben bloß noch 40 Minuten vor uns. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Karawane überholen. Die Karawane zieht weiter. Ein Baustellenauto kommt.
runter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Stuttgart, nehmen. Wir haben es geschafft. Hier müssen wir runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Richtig abbremsen hier. Steile Kurve. 40 sind erlaubt, okay. Hier wurden wir da auch geblitzt. Ist das die Kreuzung nicht? Wo wir geblitzt worden sind? Zumindest kommt die mir sehr bekannt vor. Wo wir mit 50 hier durch sind und geblitzt worden sind. Aber wir waren wir schon mal in Stuttgart? Ne, wir waren noch nicht in Stuttgart. Dann ist diese Aufmachung nur so ähnlich. Jetzt müsste ja dann kommen, erster Aufenthalt in Stuttgart. Wobei laut gelben Linien waren wir schon in Stuttgart. Könnte das doch gewesen sein. Es kommt auch nicht, erster Aufenthalt in Stuttgart. So, jetzt demnächst müssen wir gucken. Links abbiegen. Demnächst links. Wo ist denn demnächst links? Hier ist es noch nicht. Den nächsten, ne? Hier müssen wir rein. Biege nach links ab. Mach mal. Bremsen. Glück gehabt. Das war eine schöne Fahrt. Ja, ne? Auch zügig. Also Spitze 149. Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwas zwischen 120 und 130. Also es läuft. So, die 90 würde ich gerne mitnehmen. Genau, das habe ich mir schon gedacht. So, müssen wir nämlich einfach noch einmal wenden. Ich bin mal gespannt, ob das zählt. Ja, zählt. Da halt mal an, zack. Motor ausschalten. Wir lassen es abliefern. Ausgezeichnet. Mail von Kiel nach Stuttgart geliefert. 786 Kilometer. 17 Stunden 53 Minuten haben wir gebraucht. 387,5 Liter haben wir verbraten. Insgesamt mit den ganzen Bonis haben wir 20.671 Euro verdient. Und 1072 Erfahrungspunkte sind jetzt Level 10 geübter Arbeiter. So, guck mal nach. Wir können noch einen weiteren Punkt geben. Das machen wir aber mit hier ARD-Lehrgang. Klasse 3 brennbare Flüssigkeiten. Den vergeben wir dafür. Zack. Dann kriegt man, wenn wir mal sowas fahren, dann auch noch, ja, mehr Geld. Und dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von dem Eurotruck Simulator 2. Ich hoffe, diese Folge, diese Flitzerrunde hat euch gefallen. Wenn ihr es ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal. Würde mich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann eventuell am Samstag, spätestens am Dienstag zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.